Ich freue mich, dass ich im Gottesdienst sein darf. Und ich freue mich, dass wirklich auch einer der wahrscheinlich ersten offiziellen Treffen ein Gottesdienst ist in diesem Jahr. Und ich freue mich für jeden Einzelnen und für ganz besonders uns als Gemeinde, uns als Familie, dass wir uns treffen dürfen, dass wir den Namen des Herrn preisen dürfen und loben dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, dass das Jahr 2020 vorbei ist. Also, vom Gefühl her dachte man, es würde nie zu Ende gehen. Ich denke, dass das Datum oder die Jahre vielleicht nicht die große Rolle spielen in unser Leben oder nicht die große Rolle spielen allgemein über die Geschehnisse. Aber trotzdem, wenn wir zurückdenken und sagen, das war damals das Jahr 2020, ja, das war damals in diesem und diesem Jahr. Und das Jahr hatte es wirklich, wirklich in sich gehabt. Wie schon Simon eingangs auch gesagt hat, niemand hat erwartet, was uns das Jahr bringt. Und niemand hat es kommen sehen, wohin das alles führt. Aber so ist das in unser Leben. Und wir haben vielleicht manchmal einen ganz kleinen Einblick in dem, was Gott tut, in seinen Gedanken, vielleicht einen kurzen Einblick, aber im Großen und Ganzen dürfen wir einfach nur darauf vertrauen, dass er das Richtige für uns tut und dass er das Richtige für uns geplant hat. Und das sage ich ganz bewusst, also gerade auch in dieser Zeit, was wir gerade als Familie durchmachen oder in welcher Zeit wir stehen. Ich muss sagen, man rechnet mit allem, aber dass jemand heimgeht, damit rechnet man eigentlich gar nicht. Also, und wenn man in so eine Situation hineinkommt, das ist ein Gedanke für dich, du musst damit erstmal klar werden, also klarkommen. Das ist keine theoretische Sache, die man erklären kann. Ja? Und ich sag mal, auch jeder Trost, für den ich auch sehr dankbar bin, ist, glaube ich, ein schwacher Trost, wenn nicht der Herr uns tröstet, ja? Wenn nicht seine Verheißung uns tröstet, wenn nicht sein Wort uns tröstet. Und was ab diesem Moment nur noch bleibt, also in unserem Fall jetzt, sind eigentlich nur noch die Erinnerungen. Ja, nur noch die Erinnerungen, die in einem Herzen wohnen. Wenn ich jetzt an meinen Vater denke, ich denke, wisst ihr, mein Vater, er hat mit mir nie Fußball gespielt. Ja. Gut, ich war jetzt auch nie großer Liebhaber von Fußball spielen oder andere Sachen, so Samstagmorgen, los, jetzt gehen wir mal schön zum Freibad oder so. So habe ich meinen Vater nicht erlebt, muss ich sagen. Gut, wir sind in einer großen Familie aufgewachsen und ich hatte genug Geschwister gehabt, Nachbarn, mit denen wir, da waren auch mehrere Jungs, auch in meinem Alter, mit denen wir gerne Sachen unternommen haben. Ich muss sagen, das habe ich nicht vermisst. Aber mein Vater hat mir beigebracht, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, was es heißt, die Bibel zu lesen, was es heißt, zu beten. Und er hat einen großen Wert darauf gelegt, wir sind 5 Jungs in der Familie, großen Wert darauf gelegt, dass es so schnell wie möglich wir lernen, vor den Menschen zu sprechen, zu predigen, das Wort Gottes zu predigen. Und ich fand es immer sehr interessant, man hat sich Gedanken gemacht, vorbereitet, gepredigt und so. Und dann, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dann kam er dann abends und sagt, du hast heute Sachen gepredigt, woher hast du die? Und so, ja, habe ich mir so überlegt. Sagt so, das steht überhaupt nicht in der Schrift, du hast dir was ausgedacht. Sagt so, weißt du, ich habe kein Problem damit. Sagt, aber da sitzen viele Leute, die Schrift echt gut kennen. Sagt er, und du wirst im Leben oft kritisiert werden, wenn du die Schrift nicht ernst nimmst. Und in so einer Art und Weise sozusagen hat er uns immer wieder beigebracht, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu predigen. Und das sind Sachen, die sind mir wirklich eingebrannt im Gedächtnis. Das sind die Erinnerungen, die man jetzt mitgenommen hat. Natürlich hätte ich gerne noch viel mehr Zeit mit ihm verbracht.
Aber der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich ihn hatte. Ich habe heute ein Predigt oder ein Wort vorbereitet. Das hat Simon eigentlich auch schon gut angeschnitten am Anfang mit der Überschrift Ein Blick in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, so ziemlich geht es uns alle gleich. Man möchte schon gerne wissen, was uns in Zukunft erwartet. Ja, wir wissen, wir können es schwer oder wir können vielleicht einige Sachen erahnen, wie sich das entwickeln könnte, aber niemand kann sagen, was morgen passiert, niemand kann sagen, was nächste Woche passiert oder was in diesem Jahr passiert, was uns in diesem Jahr erwartet. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so im Gottesdienst wart, aber ich habe das immer wieder erlebt, in einem Gottesdienst, und da kam jemand, der eine prophetische Gabe hatte. Und ich kann mich erinnern, wie die Leute, dann wurde eingeladen, wenn du ein Wort vom Herrn empfangen möchtest, dann darfst du nach vorne kommen und dir der prophetischen Dienst so ausübt. Der hat dann für jeden, der rauskam, hat ein Wort gesagt. Und die Leute standen Schlangen, haben gewartet, ja. Weil es ist schon spannend, ja. Wohin geht die Reise? Was erwartet uns? Und ich kann mich erinnern, da war ich noch ein bisschen jünger, da wurde uns gesagt, da gibt es einen Propheten, der kommt, der ist stark in diesem Dienst tätig, und der ist bei einem Bekannten in Karlsruhe, so sind wir 5 Stunden runtergefahren und waren bei diesem Gottesdienst dabei, und der hat Sachen prophezeit, meine Güte. Also es war super spannend, ja, ohne zu verurteilen. Aber dieser Wunsch danach, der ist riesengroß, ja. In irgendeine Zauberkugel zu gucken, ja, die Menschen gehen zu Wahrsager und zu sagen, was passiert in Zukunft, ja, ist oder wird mein Partner, wird er mir treu sein, ja, oder wie sieht es aus, werde ich in Zukunft reich werden oder was auch immer. Und die Menschen wollen immer wissen, was erwartet uns in der Zukunft. Wisst ihr, wenn wir abends so die 20 Uhr Nachrichten schauen, ich mache selten, aber zwischendurch doch ganz gerne, und dann hört man eigentlich, oder es wird berichtet, was alles passiert ist. Ja, sie können nur berichten, dort ist was passiert, da ist was Schlimmes passiert, und wieder neue Corona-Zahlen und wieder neue irgendwelche Ereignisse und wieder ein Spezialist, der so seine Meinung dazu sagt und so weiter. Es wird berichtet, was so alles passiert. Aber zum Schluss, da gibt es einen Wetterbericht. Und das ist das Einzige, der in die Zukunft schaut. Ja? Und ich weiß nicht, ich gucke schon gerne Wetterbericht. Ja? Ob im Handy oder irgendwo in der Zeitung mal gucken, wie sieht es in der nächsten Woche aus. Vor allem, wenn du was geplant hast. Ja? Irgendwie, wenn jemand heiratet oder so, und dann so eine Woche vorher, 14 Tage vorher, kannst du ja schon grob die Prognose schauen, wie wird das Wetter wohl sein. Und das ist etwas Spannendes. Das ist so der Blick in die Zukunft. Manchmal stimmt es, manchmal nicht. Ja? Auch da ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu 100%, dass es immer stimmt. Aber irgendwie, wir haben so ein Antrieb in uns, ja, so wirklich herauszufinden, was kann in der Zukunft passieren. So bin ich auf eine Prognose gestoßen, die von Spezialisten erstellt wurde, und die Prognose bezieht sich auf die ganze Welt. Was erwartet uns in der Zukunft? Und da waren Spezialisten aus verschiedenen Bereichen, ja, aus der Ökonomik, aus dem Wirtschaftsbereich, aus Erdkunde und so weiter, aus verschiedenen Bereichen, auch Theologen. Und die haben so 10 Punkte aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Ich fand das, oder finde es immer noch, sehr interessant. Also, was erwartet die Welt in der Zukunft? Erster Punkt ist Terrorismus. Terrorismus wird zunehmen. Das heißt, es gibt viele Menschen und wird noch viele Menschen geben, die bereit sind, sich selber
in die Luft zu jagen und andere Menschen in den Tod mitzunehmen, aus einem Grund, um Angst und Furcht und Schrecken zu verbreiten. Das heißt, dieser Bereich, sagen die Experten, wird in Zukunft noch mehr werden. Zweiter Punkt, soziale Verelendung. Also die Armut wird noch zunehmen. Und da habe ich spaßeshalber mal gegoogelt, wie sieht es aber um die Reichen aus. Und ich war überrascht, dass in den letzten 10 Jahren weltweit die Millionäre, Anzahl der Millionäre sich mehr als verdoppelt haben. Und ihr müsst wissen, ihr wisst es, das Geld, das Gut und Haben auf der Welt, es wächst nicht. Es ist immer eine Masse da. Das heißt, es verschiebt sich nur. Und wenn es so viel mehr Millionäre gibt und wenn man noch länger guckt, 30, 40 Jahre, so ist die Statistik eigentlich unglaublich. Das heißt, so gibt es viele, viele Menschen mehr, und die arm werden oder dass die Armut und der Elend immer größer wird. Interessanterweise nicht nur in der dritten Welt, ja? Nicht nur in Afrika oder in den Ländern, die man auch sonst kennt als arme Länder, sondern man spricht auch über den Westen, dass auch im Westen die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also soziale Verelendungsfalle. Umwelt- und Klimakatastrophe, das wird mehr und mehr zunehmen. Und wir sehen, dass wir leben mittendrin. Ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Überbevölkerung. Ja, es wird nicht, die Nahrung, die vorhanden ist, wird nicht mehr ausreichen für die Bevölkerung. Das ist eine Prognose für die Zukunft. Kampf der Kulturen und der Religionen. Für einige ist es so ein Überlebenskampf, ja? Man kämpft um sein Leben. Für die andere geht es aber um Einfluss, ja, dass man durch die Religion oder vielleicht Religion nimmt als Schein, um mehr Einfluss zu nehmen. Einfluss zu nehmen, es geht vielleicht um Öl, es geht um irgendwelche Bodenschätze oder um andere Sachen. Also der Kampf darum wird immer größer. Einer der Prognosen ist dann Punkt Nummer 6, Kollaps der tragenden Machtkonstruktionen. So wie wir das in der Sowjetunion gesehen haben, dass der Sozialismus zerbrochen ist, so wird auch in Zukunft feste Machtkonstruktionen, die werden bröckeln, die werden zerfallen. Stattdessen werden aber neue entstehen, die vielleicht ganz, ganz schlecht erkennbar sind oder durchschaubar sind oder zu verstehen sind. Ja? Also die bestehende Machtkonstruktion werden zerfallen und es werden neue heranwachsen. Es werden Dinge passieren, die wir überhaupt nicht, wo wir eigentlich auch jetzt mittendrin stehen, ja? Die wir überhaupt nicht erkennen können, was da passiert, was also oberflächlich überhaupt nicht zuordnen können. Aber da sind Mächte dahinter und da werden Machtkonstruktionen gebaut. Genderproblematik ist schon interessant, ja. Und wir Christen, wir wissen ja, worauf das zurückzuführen. Aber es ist schon interessant, dass wir leben heute in einer Zeit, wo die Genderproblematik wirklich so einen Raum gewonnen hat, Raum eingenommen hat, wo die Menschen ihre Identität in Frage stellen und sie nicht mehr wissen, ja, bin ich jetzt ein Mann oder bin ich eine Frau, ja, oder irgendwas dazwischen. Also, dass das mal zur Problematik wird, wer hätte das gedacht? Ja, und die Experten sagen, dass das erst der Anfang ist. Ja, das ist noch in Zukunft viel, viel krasser und viel deutlicher wird, die Genderproblematik. Das Tempo des Lebens wird immer schneller. Ich weiß nicht, habt ihr den Eindruck, dass wir schon richtig schnell unterwegs sind? Also
wenn ich auf das letzte Jahr zurückgucke und ständig, jeden Tag verändert sich was und alles muss sich anpassen und du weißt nicht, was gerade um dich alles herum passiert. Du kommst gar nicht hinterher. Und auch so der nächste Punkt, dass die Informationsflut wird zu Falle, ja, wo jeden Tag so viel Information und wir denken immer noch, wir müssten uns mit allem auseinandersetzen. Ja, und das ist irgendwo die Falle dabei. Ja, wir müssen uns nicht mit allem auseinandersetzen. Wir müssen nicht alles verstehen und alles hinterher googeln. Und. Nein, es gibt Sachen, an die wir festhalten dürfen und müssen. Und der Rest, der kommt und geht. Und das ist wirklich eine Falle. Ja, ich habe mal so gehört, was zum Beispiel, das ist schon Jahre her, dass bei YouTube wird in einer Stunde, ich glaube, 30 Stunden Videos hochgeladen oder so. Das heißt, und ich denke, okay, wenn wir um christlichen Sektor sprechen, wahrscheinlich ist es nicht so viel, aber so weniger. Aber wenn wir denken, wir wollen all die namenhaften Prediger mal gehört haben, was sie gerade zu sagen haben und, also dann sitzen wir nur noch davor, ja? Dann sind wir nur noch damit beschäftigt, nur noch zu hören und nicht jeder hat sofort die Erkenntnis, die dein Leben irgendwie bereichert. Ja? Also diese Informationsfalle auch im christlichen Sektor, die ist unglaublich groß. Und so neigen oder sagen dann einige, und so habe ich mich entschlossen, nur noch hauptsächlich mich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Ja, weil das ist, was am Ende eigentlich immer am kürzesten kommt. Am kürzesten, also wo wir am wenigsten Zeit für nehmen. Oder ich weiß nicht, ob es euch geht, aber ich erlebe das persönlich einfach so in der Form. Und als letzter Punkt, der dort genannt wurde, war die atomare Bedrohung. Also die Bedrohung durch die Atomwaffen. Die wird in Zukunft noch viel größere Rolle spielen. Ja, das sind so viele Punkte, die Experten sehen aus der Vergangenheit, wie sich solche Sachen anbahnen, die solche Sachen heranwachsen, wie so eine Wetterprognose. Ja? Wenn die Wolken aus dem, Norden ziehen, dann wird es morgen hier etwas kälter werden und wahrscheinlich regnen. So ähnlich sehen auch die Experten diese Bereiche, die genannten Bereiche, das, was uns in Zukunft erwartet, weil sie diese Bereiche aufgebaut haben und sich anbahnen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Über all diese Herausforderungen hat Gott schon Jahrtausende vorher gewusst. Und er hat in seinem Wort schon etwas dazu gesagt. Über jeden einzelnen Punkt können wir im Wort Gottes finden, wie Gott darüber gesprochen hat und davor gewarnt hat. Und einfach, dass die Christen, die Menschen, die mit Gott unterwegs sind und im Wort Gottes leben, sie nicht erschrecken brauchen, sondern sie wissen, dass Gott auch für diese Situationen Lösungen vorbereitet hat. Und Gott zeigt Zusammenhänge, ja? Gott zeigt so Gründe, warum das eine zum anderen führt. Warum sind die Menschen in der letzten Zeit so? Und darauf möchte ich heute besonders eingehen. Ja? Ich möchte nicht viel Zeit dafür verwenden, wie dunkel die Zukunft aussieht. Nein, sondern ich möchte auf den Ausweg zeigen, das, was die Schrift uns lehrt und dort, wo die Schrift uns sehen möchte. Ich möchte einen 11. Punkt hinzufügen. Aber diesem 11. Punkt haben nicht die Experten herausgefunden, sondern dieser 11. Punkt ist von Jesus. Ja? Dieser 11. Punkt ist aus der Bibel. Und es hat was mit Ursache-Wirkung zu tun. Ja? Warum ist das so gekommen oder warum wird es in Zukunft so kommen? Aus Matthäus 24, 12, nur diesen einen kurzen Abschnitt. Da heißt es, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ich möchte heute über die Liebe sprechen und wie wichtig
und entscheidend unsere Entscheidung ist im Umgang mit der Liebe. In all diesen Katastrophen, in all dem, was passiert, in all den Kriegen und Auseinandersetzungen und Kämpfe und so weiter, gibt es eine Grundursache. Und das ist das Abhandensein der Liebe. Ja? Das ist das Abhandensein oder verlorene, friedliche und Zueinanderhaltung, das ist verloren gegangen, dass man einander trägt, auch wenn es schwer wird. Und er sagt hier, dass die Liebe, sie wird erkalten. Es gibt in der Neuen Testament eine neue Gemeinde, die gegründet ist. Und man könnte sagen, das ist eine Gemeinde, die richtig charismatisch unterwegs ist. Es ist die Gemeinde in Ephesus. Ja, die ist wirklich in Geistesgaben unterwegs. Ja, sie konnten unterscheiden, wer der richtige Apostel ist und wer nicht, der von Gott ist und wer nicht. Ja, also wir sprechen über Aposteln, wir sprechen nicht über irgendwie Türsteher oder so, ja, sondern wirklich eigentlich Männer des Glaubens, Personen und Menschen des Glaubens und des Dienens. Und in der Gemeinde, wenn sie dort waren, so waren Leute da, die von Gott eine Offenbarung haben, gesagt, und dieser Mensch ist nicht richtig, er ist nicht mit Gott unterwegs. Also total stark unterwegs, ja. Also sie haben Gaben, sie waren total wirklich erfüllt vom Heiligen Geist, haben gedient und die Gemeinde ist gewachsen und da ist richtig was los. Also so richtig starke Gemeinde. Aber dann kommt der Moment und dann heißt es, und ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ist schon Hammer, eine Gemeinde, die so charismatisch unterwegs ist, ja, charismatisch im Sinne von in Geistesgaben unterwegs ist und so weiter und für viele mit Sicherheit eine Gemeinde, das Vorbild ist. Und da ist keine Liebe. Und sowas ist möglich, ja, auch eine charismatische Gemeinde, die keine Liebe hat. Und ihr Lieben, aber was ist am Ende entscheidend? Was ist am Ende entscheidend? Das ist die Nachricht, die gute Nachricht für dich oder vielleicht auch einfach ein Gedankenanstoß. Am Ende ist entscheidend, dass die Wettervorhersage für dein Leben, die bestimmst du. Du entscheidest dich dafür, wie es in deiner Zukunft laufen wird. Es hängt damit zusammen, ob die Liebe in deinem Herzen, in deinem Leben Raum hat. Ja, ob du danach suchst, danach wirklich, wie sagt das Wort Gottes, trachten, ja, trachten, danach suchen und wirklich Zeit dafür einzuräumen, dass die Liebe in dir nicht nur an guten Tagen und Feiertagen mal zum Vorschein kommt, ja, sondern wirklich Raum hat, in dir zu leben, in dir zu wachsen und zu wirken, den anderen Menschen gegenüber. Es wird ein Moment kommen und da wird wirklich so ein Schnitt geben. Ja? Und die Menschen, die die erste Liebe oder die Liebe in sich haben, die in dieser Liebe leben, die werden zur Rechten gehen. Und die anderen werden zur Linken gehen. Und ich wünsche an jeden, dass wir an diesem Tag und dass wir heute uns dafür vorbereiten, dass wir heute das annehmen. 2. Timotheus 3,3, kurzen Abschnitt nur. Menschen werden in den letzten Tagen lieblos sein. Und ich denke, da spricht er nicht nur darüber, wie die Welt ist, sondern ich denke, da spricht er ganz deutlich über die Gemeinde. Und wenn es über die Gemeinde geht und wenn es um die Menschen in der Gemeinde geht, so sind wir als Gemeinde, Christengemeinde Nidda, auch davon angesprochen. Und so dürfen wir uns auch hinterfragen. Und wir, ich meine nicht, dass du deinen Nachbarn hinterfragst und er seine Ehefrau oder was auch immer. Nein, sondern dass du dich selber hinterfragst,
du als Mitglied dieser Gemeinde, dass du fragst und sagst, wie steht es um mich? Ja, wie ist es um mich? Ist es auch so, dass es gab mir Momente, es gab Zeiten, ja, da würde ich mein Leben hingeben, um Verlorene zu retten. Aber wie steht es um mich heute? Ja, wo ist diese erste Liebe erkaltet? Weil diese Prognose, die die Bibel uns gibt, ist nicht nur, es könnte sein, sondern es wird ein Zeichen der letzten Zeit sein. Ja, es wird ein Zeichen sein, wo die Liebe in der Gemeinde, wo die Liebe unter den Christen, sie wird erkalten. Ich möchte uns aber heute wirklich mitnehmen dorthin, wo Gottes Liebe regiert. Ich möchte uns einladen, dort zu stehen, wo Gottes Sonne steht oder wo Gottes Sonne scheint. Ja, dass wir herausgehen aus diesem Schatten, dass wir herausgehen aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Trott, der uns runterzieht, sondern wirklich uns stellen unter die Salbung, unter die Leitung Gottes. Dass wir uns öffnen, dass Gott an dir heute und an mir eine Arbeit verrichtet, die für dieses Jahr entscheidend wird sein für dich und dein Umgang mit anderen Menschen. 1. Petrus, er schreibt da solche Worte, Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Er schreibt hier und sagt, seid nun besonnen. Ich möchte sagen, also die Bibel, die hat nichts dagegen, also nichts gegen Intelligenz. Ja? Nein, sie ruft dazu auf. Besonnen zu sein, es bedeutet nachzudenken, ja? Sich im Klaren zu sein. Oder ganz einfachen Worten, schalte dein Gehirn ein. Ja? Fang an zu denken. Also seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich denke, Gebet ist ein Thema, das wichtiger ist denn je. Nicht, dass es früher unwichtig war, aber ich glaube, dass Gebet heute sehr, sehr wichtig ist für dich persönlich, für unsere Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir wirklich so eine Erweckung des Gebets erleben in unserer Gemeinde. Ich wünsche mir, dass dieses neue Jahr 2021 ein Jahr des Gebets wird. Das nicht für die weltweite Gemeinde, da auch, aber besonders für uns hier. Dass das Gebet an einen hohen Stellenwert gewinnt und nicht eine Achtung, oh, wie toll. Nein, sondern dass es ein Teil wird von jedem von uns, von mir auch. Dass es ein Teil meines Lebens wird, dass ich um nichts aufgeben möchte, dass ich um nichts eintauschen möchte. Ich wünsche mir wirklich, und das ist wirklich mein Traum, dass wir hier Gebete erleben, dass der Ort hier wirklich erschüttert wird. Im übertragenen Sinne oder auch im direkten Sinne. Ja, dass es wirklich eine Gemeinde wird, die für ihren Gebetsleben bekannt ist nach außen. Ja, dass Menschen wissen, dass wenn dort gebetet wird, wenn dort Menschen auf die Knie gehen, wenn sie den Namen des Herrn anrufen, dann geschieht das in so einer Ernsthaftigkeit und da bleibt keiner ruhig und da bleibt keiner gleichgültig. Seid ihr bei mir? Ja, wirklich, dass wir besonnen rangehen und nüchtern zum Gebet und dass wir dafür mehr und mehr Raum einnehmen. Wir wollen gerne auch, was unsere Gebetsstunde angeht, wir wollen ein paar kleine Sachen verändern und das sprechen wir wahrscheinlich in der Gemeindestunde, die wir demnächst ansetzen. Aber einfach wirklich alles dazu tun, dass es noch mehr Menschen erreicht, ja? Dass wir mehr dazu bewegt werden. Der Alltag, der oft wirklich herausfordernd ist und schwer ist, darf nicht uns davon abhalten. Ich glaube,
im Gebet, wenn wir uns mit Gott verbinden, da erleben wir seine Liebe auf eine ganz intime Art, auf eine ganz besondere Art. Im Gebet, wenn wir vor Gott stehen. Und eine Gemeinde oder eine Familie oder eine Person, die nicht betet, sie trocknet aus. Ja. Genauso wie wenn du das Wasser weglässt oder das Trinken weglässt. Ja. Es gibt eine Zeit lang, wo du es vielleicht noch gar nicht sehr merkst, aber es kommt eine Zeit, du trocknest nach und nach aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da nicht irgendwie mich auf Holzweg befinde, aber ich glaube, dass es heute ein großes Problem ist in der Christenheit. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir Gebet in unserer Gemeinde ganz hoch ansetzen. Weiter sagt er hier, Vers 8, vor allem aber, also vor allem anderen, bevor du etwas entscheidest, bevor du etwas tust, ja, bevor du etwas denkst, ja, bevor du irgendwas ansetzt, sagt, vor allem aber, habt innige Liebe untereinander. Und da möchte ich sagen, auch wenn du der größte Beter bist, aber wenn da keine Liebe in dir wohnt, dann bringt es dir nichts und den anderen Menschen auch nicht. Die Liebe ist eine Voraussetzung, bevor etwas anderes geschieht. Manchmal ist es so im Alltag, da triffst du so auf Situationen, die du überhaupt nicht erwartest. Aber das sind so Situationen, die dann dich prüfen. Ja? Wie viel Kapazität an der Liebe in dir wohnt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Situationen erlebt habt und danach fragst du dich und sagst, boah, das war nicht ich. Also irgendwie, das ist doch überhaupt nicht mein Charakter. Wieso war ich denn so, keine Ahnung, so patzig oder wieso war ich denn so unfreundlich? Aber ich glaube, diese Situationen sind entscheidend, um zu prüfen und wieder zurückzukehren zu der ersten Liebe. Ja? Zurückzukommen und sagen, Herr, da ist was verloren gegangen. Das, was in mir eigentlich gelebt hat, da ist was verloren gegangen. Ich habe so eine kurze Geschichte, als wir letztens in Tansania waren, im September mit Friedhelm und Rita. Und zwei Tage vorm Abflug habe ich dann hier mitgeteilt bekommen, dass wir sollten noch einen Koffer für Tina mitnehmen, Tina Drottlew. Und ich sage mal so gut, ich glaube Fritz und Rita, die hatten drei Koffer, ich hatte zwei Koffer und naja, ein Koffer mehr oder weniger, ne, spielt ja keine Rolle. Also wer öfters unterwegs war, versteht, dass es eigentlich keinen Spaß macht. Ja, durch einen riesigen Flughafen mit Haufen Koffern zu rennen und so weiter. Naja, ich sag mal so, die Stimmung war jetzt nicht unbedingt hoch. Aber das sind ja unsere Missionare. Also wir setzen uns für sie ein. Und dann, der war richtig schwer. Der war also schwerer als erlaubt. Okay, mein Koffer war dann etwas leichter. Und so hat sich das ausgeglichen. Ja, Gott sei Dank, es hat funktioniert. Die haben die angenommen. Und nun kommen wir dort an. Und dort auch, Koffer abgeholt, die schweren Koffer schleppst du da. Und dann kommen wir beim Ausgang am Zoll und dann kommt der Zollbeamte und sagt, ja, öffnet mal eure Koffer. Gut, geöffnet und er wusste schon ganz genau, diesen hier bitte. Und dann öffnet er den Koffer. Ich habe die Sachen vorher nie gesehen, was da drin war. Es waren lauter so neue Sachen drin, ja, verschiedene Sachen, die sie dann bestellt hat, zum Teil über Luba und so weiter hat sie bestellt. Und er guckt und sagt, ja, also hier müsst ihr auf jeden Fall Zoll für bezahlen. Und wir stehen da so und regen uns total auf. Ne? Also, wisst ihr, warum wir überhaupt in dieses Land gekommen sind? Wir sind hier gekommen, weil unser Werk hier schon so viele Jahre arbeitet. Und wir investieren uns für die Menschen hier. Wir haben hier Kinderheime, wir haben das und jenes und so weiter. Und er lässt sich davon nicht irgendwie überhaupt nicht begeistern oder nicht beeindrucken. Und ich muss sagen, in dem Moment, als wir da so gesprochen haben, wie toll wir sind, auf einmal kam mir der Gedanke,
Also in diesem Moment ist doch wichtig, die Liebe zu zeigen und nicht zu erklären, was wir alles für euch tun. Okay, wir haben dann bezahlt, ich weiß nicht, ich glaube 200 Euro oder was, haben wir dann noch dort dagelassen, zusätzlich zu dem schönen Koffer. Aber es war einfach so ein Moment, wo du denkst, du hast doch recht jetzt, ja. Und es gibt solche Momente in unserem Leben, ja, wo wir denken, ich bin 100% auf der rechten Seite. Aber oft geht es nicht darum, wer recht hat. Und das Wort Gottes ruft uns nicht dazu immer auf, dass wenn du recht hast, dann musst du es durchsetzen, weil sonst, wer macht es für dich, ja? Sondern es ruft uns zu Liebe auf, auch wenn du recht hast. Auch wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, auch wenn du Mühe auf dich genommen hast und so weiter. Liebe ist entscheidend. Und manchmal, wenn man so dann hört, wir haben letztens ein Gespräch gehabt mit einer unserer Mieter, wir haben unser Haus, was wir in Detmold bewohnt haben, wir haben das ja vermietet gehabt und jetzt haben wir das verkauft. Und da waren wir dort und haben mit dem Käufer gesprochen. Der Käufer, der war viele Jahre bei uns Mieter im Haus. Und als er dann so sagt, er hat jetzt neue Mieter, weil die Wohnung da frei geworden ist, die hat er jetzt neue Mieter reingesetzt und hat erzählt, wie er das denen gemacht hat. Und dann sagt er so einen Satz, also so wie ihr mit mir damals gehandelt habt, so möchte ich gerne das auch weitermachen. Ich fand das so richtig gut, das baut gute Beziehung auf und so weiter. Und es ist schon, ja, es ist schon ermutigend, sag ich mal. Aber was will ich damit sagen? Das hinterlässt Spuren in den Menschen. Und dieser Mann oder diese Familie, die sind keine Christen. Ich habe sie immer wieder versucht einzuladen in den Gottesdienst, immer wieder versucht zu sprechen, auch Zeugnis aus meinem Leben erzählt und so weiter. Er ist kein Christ geworden. Aber er sagt, so wie ihr gehandelt habt, so möchten wir auch gerne. Und das hinterlässt Spuren in den Menschen. Und manchmal spielt es auch keine Rolle, ob du den zum ersten Mal oder nur einmal im Leben triffst. Ja? Aber der Akt der Liebe, die Handlung und das Bewusstsein, dass die Liebe, die in unser Herzen ausgegossen ist, wir sie nach außen bringen dürfen, sie verändert Herzen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn wir den 1. Korinther 13 lesen, und ich empfehle jedem, den immer wieder zu lesen, ja, um wieder ins Bewusstsein zu holen, das ist dieser Kapitel der Liebe, so finden wir da echt interessante Worte. Also für mich war da eine besondere Erkenntnis aus diesen Versen, dass unsere Werke ohne Liebe, was sind sie wert? Ja, er beginnt so sein Kapitel und auch dort wieder spricht über diesen totalen charismatischen Glauben. Ja, wenn du alle Erkenntnis hast, wenn du prophetisch unterwegs bist, ja, wenn Gott durch dich redet und so weiter und so fort und keine Liebe hast, was nützt es dir? Du kannst ein totaler Glaubensheld sein, ja, der wirklich, wenn er auf die Bühne kommt, also die Menschen, die werden bewegt und was am Ende. Aber wenn du keine Liebe hast, du kannst, wie heißt es dort, Glauben haben, der Berge versetzt. Also etwas Sichtbares. Ja. Wenn der Berg hier stand und du hast dafür gebetet und er steht jetzt hier, dann sieht das jeder Mensch, wow, das ist ein Mann Gottes. Wenn er sagt, dann werden Berge versetzt. Aber wenn du keine Liebe hast, was nützt es dir? Du kannst ein total sozialer Mensch sein. Ja, der sozialste Mensch auf dieser Erde, der sein ganzes Gut und Haben, ja, der sein ganzes Geld an die Armen verteilt hat. Und die Leute denken, boah, was für Motive sind das? Ja, du hast alles hingegeben, du hast sogar dein Leib hingegeben für die anderen. Du hast sogar wirklich vor dem Tod dich nicht gescheut. Für die anderen. Aber wenn in dir keine Liebe ist,
ist das alles nichts. Und dann schreibt Apostel Paulus weiter, was es bedeutet, was Lieben wirklich bedeutet. Und so in eigenen Worten gesagt, dass Liebe ist, wenn man andere freundlich begegnen kann. Ja. Wenn man anderen vergeben kann. Ja. Liebe bedeutet, wenn du, wie schon gesagt, auch trotz deines Rechts, aber durch zurücktreten kannst und sagen, ich gebe dir den Vortritt. Ja. Liebe bedeutet, dass wenn andere dich hassen, dich verurteilen, und hassen ist echt ein schlimmes Wort, ne? Also ich denke, das erleben wir nicht so oft, ja? Dass wir in eine Gesellschaft reinkommen und wir werden gehasst. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wo das oder wo man so eine Gesellschaft treffen kann. Ja? Und du hast keine Verurteilung den Menschen gegenüber, sondern trägst sie in Liebe. Ja. Liebe bedeutet, von dir abzugeben, Opfer zu bringen. Ja, dich auf den zweiten Platz zu stellen. Und das ist, ich muss schon sagen, die Planke liegt recht hoch. Ja. Wir haben alle Situationen erlebt und erleben es immer wieder, wo du vor solche Situationen kommst. Und auch vielleicht den Gedanken hast, okay, wie habe ich jetzt hier in diesem Moment zu handeln? Und das ist so die Frage, und das ist, oder es ist die Antwort, ist das Wort Gottes darauf. Die Antwort ist Jesus darauf. In Römer 5,5, so den zweiten Versabschnitt, da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja. Die Liebe ist nicht Grundausstattung eines Menschen, der in dieser Welt geboren wird. Es ist nicht die Grundausstattung und es ist nicht das, was jeder sowieso von sich hat. Nein, sondern die wahre Liebe ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn wir Jesus aufgenommen haben, wenn der Heilige Geist in unser Herzen ausgegossen ist, so ist das seine Eigenschaft, die durch uns wirkt zu den anderen Menschen. Ja? Und so wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, sie haben wirklich ihn getötet. Ja? Sie haben wirklich versucht, ihn zu schaden, zu demütigen, richtig fertig zu machen. Aber sie wussten nicht, was sie tun in diesem Moment. Und er hat so viel Liebe und so viel Mut und auch Kraft, dort hängend am Kreuz für sie zu beten und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Er betet nicht um Erkenntnis, er betet nicht um eine Offenbarung für sie, sondern er betet um Vergebung, dass diese Schuld oder diese Taten, diese Gräueltaten ihnen nicht zugeschrieben werden, weil sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, ich denke mal, das ist wirklich das Höchste, das ist das Vorbild für uns. Ja. Zu lieben und zu vergeben. Und wie wunderbar ist es, dass es nicht ein Werk ist, was du über deine Mühe, über deine Kraft heraus, nein, sondern es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass Gott uns berufen hat in eine Nachfolge und in einem Dienst vor ihm und er hat uns völlig ausgestattet. Er hat uns alles gegeben. Ja. Was an uns liegt, ist das anzunehmen und da drinnen zu wandeln und zu leben. Immer wieder bewusst. Und ich glaube, dass wenn es um Liebe geht, so ist das eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen sollten. Das glaube ich.
Jeden Tag aufs Neue sollten wir diese Entscheidung treffen. Wenn du morgens aufstehst, wenn du im Gebet vor dem Herrn stehst, in deinen Gedanken oder wie auch immer, dass du vor dem Herrn kommst und sagst, Herr, ich will heute wirklich ein Abbild deiner sein. Ich will ein Abbild deiner Liebe sein. Herr, ich will, dass du durch deine Liebe, die du durch den Heiligen Geist in mich ausgegossen hast, dass diese Liebe heute wirklich sichtbar wird zu den anderen Menschen. Nicht unsere Moralpredigt verändert die Welt, sondern unsere Liebe und dann die Predigt. Ja? Wir gehen zu den Menschen nicht, weil wenn wir es denen nicht gesagt haben, oh, dann wird ihr Blut auf unseren, ich weiß nicht, wie das da wortwörtlich heißt, auf unseren Händen sein, ja, oder so. Ich glaube nicht, dass das eine richtige Motivation ist, um das Wort Gottes und die frohe Nachricht in die Welt zu bringen, sondern die Liebe Gottes in deinem Herzen, sie treibt. Sie treibt, sie bewegt dazu. Sie kann uns nicht in Ruhe lassen. Ja, du siehst jemanden, du sitzt mit jemandem in den Bus oder in der Straßenbahn oder irgendwo unterwegs oder im Geschäft stehst du an der Schlange oder wo auch immer. Und du weißt und siehst, dass dieser Mensch, und ich denke, Gott gibt uns immer wieder Impulse. Ja, erlebt ihr das so? Dass Gott uns Impulse gibt und sagt, jetzt hast du Zeit, gib ihm doch ein Zeugnis. Gib ihm doch ein Zeugnis, sag ihm doch ein Wort der Liebe. Ich denke, das bedeutet, wenn es heißt, die Liebe, die treibt uns. Wie schon gesagt, einer unserer größten Herausforderung ist, dort zu lieben, wo man nicht geliebt wird. Dort, wo keine Wertschätzung stattfindet. Dort, wo keine Hochachtung stattfindet. Und das allein ist nur möglich durch Gottes Kraft und durch Gottes Liebe. Ich möchte zum Schluss kommen und einfach so noch ein paar Gedanken auf den Weg geben. Du darfst dich selber jetzt fragen, für dich selber wirklich in dir hineinschauen. Und vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du auch zu dir selber ja, Vorurteile hast. Und vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, die du an dir hast. Gibt es. Ich möchte sagen, Gott hat sich Gedanken gemacht, als er dich geschaffen hat. Gott hat dir Gaben hineingelegt und so wie du bist, so bist du von Gott gewollt. Und wie wichtig ist es, auch sich selber annehmen zu können. Ja, jemand, der verletzt ist, verletzt andere. Jemand, der Schmerz in sich trägt, freut sich auch manchmal über den Schmerz der anderen. Aber diese Wunden hat Jesus ans Kreuz genommen und getragen. Und diese Wunde möchte er heilen. Möchte, dass du einfach weitergehst und guckst, wie ist deine Beziehung zu deiner Familie, wie ist deine Beziehung zu deinem Partner, zu deinen Kindern, ja, zu deinen Geschwistern. Wie ist deine Beziehung vielleicht zu deinen Kollegen, zu deinen Nachbarn und so weiter. Wir können diesen Kreis immer weitergehen. Und sagen, gibt es Momente, gibt es Personen, die du nicht lieben kannst? Wie sieht es um deine Liebe für die Verlorenen in dieser Welt aus? Wie sieht es, wisst ihr, manchmal denke ich, es gab Momente und gibt es Momente, das lässt dir keine Ruhe und du denkst, jetzt müssen wir doch was machen, jetzt muss ich doch was machen. Und dann kommt wieder so eine Ebbe und da ist echt kein Bock drauf. Ja. Das sollen die anderen. Und Gott hat mir mit Sicherheit andere Gaben gegeben. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus ist auf der Suche nach Leuten, die wirklich darum brennen, die wirklich einen innerlichen Antrieb haben und sagen, diese Verlorenen in dieser Welt, die sind darauf angewiesen. Ja, es gibt Menschen, es gibt Nachbarn hier im Ort, es gibt Nachbarn in dieser Stadt, es gibt Leute in dieser Stadt, die sind darauf angewiesen, dass wir als Gemeinde ein Licht sind, ein Wegweiser sind auf Jesus. Ja,
dass das in uns nicht ruhig wird. Und das wünsche ich mir auch für dieses neue Jahr, für unsere Gemeinde, dass dieses Thema, dass wir Liebe für die Verlorenen erweisen, dass das nicht nur ein Thema ist für die Sonntagspredigt, nein, sondern dass ein Thema wird für unser Leben, für unseren Alltag, für dich und für mich, dass das wirklich in uns brennt und dass das nicht einfach eine Gewohnheit ist, worüber wir immer wieder sprechen, nein, sondern dass es wirklich uns antreibt. Vielleicht neue Wege zu gehen, vielleicht neue Entscheidungen zu treffen, ja? Vielleicht neue Türen anzuklopfen. Und heute geht es um dich persönlich. Wie ist deine Liebe, wie ist deine Zuneigung zu den Verlorenen dieser Welt? Es gibt in vielen Bereichen, möchte ich einfach auch Bereiche nennen, zum Beispiel wie ist deine Beziehung zu den Finanzen? Ja, wir geben unseren Zehntel in die Gemeinde nicht, weil das ein Gesetz ist. Weil ein Gesetz ist belastend. Nein, sondern weil wir die Gemeinde lieben und weil wir verstehen, dass auch unsere Finanzen unserem Gott gehören. Und Gott vertraut uns seine Finanzen an. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem Dienst in der Gemeinde um? Und da möchte ich wirklich sagen, ich bin so dankbar für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, der dient. Ja? Der am Mischpult sitzt, der in der Kamera steht, an unser Technikteam, an unser Lobpreisteam, wirklich die hier predigen, die der Gemeinde dienen, die hier aufräumen und ganz anders. Ich bin so dankbar dafür. Aber auch dieser Dienst, wenn das nicht in Liebe geschieht, ihr Lieben, dann ist es ein trockener Dienst. Dann ist es etwas, was nach einer Zeit lang für dich nur noch eine Last wird. Aber ich bin froh, dass wir viele da haben, die das wirklich vom ganzen Herzen machen. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass es hier so schön aussieht. Hat nicht jemand gemacht, weil er was musste, sondern weil er da wirklich Freude dran hat. Und da sehen wir auch die Liebe. Ja? Liebe zu unserem Dienst. Liebe zu der Gemeinde. Ja? Ich gehe nicht nur in die Gemeinde, wenn ich an diesem Tag oder an diesem Gottesdienst einen Dienst in der Gemeinde habe. Nein. Ich gehe in die Gemeinde, weil es meine Gemeinde ist, weil es meine Geschwister sind. Ich gehe in die Gemeinde, weil es meine Familie ist. Und der Zusammenhalt und das zusammen Gott dienen, das bindet uns zusammen. Kein Dienst kann dich binden, wenn es nicht die Liebe Gottes in dir lebt und in dir wirkt. Und ich weiß nicht, ob ich da in Fettnäpfchen trete oder nicht. Und ist mir an dieser Stelle ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Aber ich wünschte mir, dass wir wirklich regelmäßig im Gottesdienst dabei sind. Ich wünschte mir wirklich auch für dieses neue Jahr, dass wir uns vornehmen und sagen, egal ob ich heute auf der Bühne stehen werde oder nicht, aber ich will in diesem Gottesdienst dabei sein. Und das ist vielleicht besonders für die Leute, die im Dienst stehen. Ja, einfach aus Respekt meinen Brüdern und meinen Schwestern gegenüber. Ja, einfach zusammen zu sein, dem Herrn anbeten, dem Herrn zu singen, vor dem Herrn zu beten. Ihr Lieben, da fängt unsere Liebe an, zueinander, zu unserer Gemeinde. Möge der Herr uns alle dabei segnen. Und ganz besonders, dass wir eine besondere Liebe zeigen, erweisen an die Menschen, die vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst sind. Ja, die vielleicht als Besucher mal einfach eingeladen wurden, zufällig oder nicht zufällig. Bei Gott gibt es so viele Zufälle. Aber dass wir diesen Menschen wirklich unsere Liebe zeigen und die Menschen sich angenommen fühlen. Ja? Und dass es nicht nur ein Spruch ist, willkommen zu Hause, sondern dass du das spürst, dort in dieser Gemeinde. Da bin ich aufgenommen, da werde ich aufgenommen. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die ich zum Anfang unseres Jahres mitgeben möchte. Und abschließen mit den Versen aus 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott. Wunderbar, oder? Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und das ist doch unser Ziel, das ist doch unser Verlangen. Das ist doch unser Wunsch, in Gott zu sein. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Und das heißt ja, und Gott in ihm. Halleluja. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar dafür. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass er alles für uns getan hat. Ja, wir dürfen das im Glauben annehmen. Wir dürfen das wirklich uns dafür entscheiden. Und ich lade dich dazu ein. Wir werden jetzt ins Gebet gehen. Ich lade dich dazu ein, dass du heute aufs Neue für dich eine Entscheidung triffst. Ja? Dass du eine Abmachung triffst mit deinem Herrn, dass du eine Abmachung mit Jesus triffst und sagst, Herr, ich will mehr in der Liebe wandeln. Ich will mehr von dieser Liebe erfüllt sein und geben diese Liebe, angefangen von meinem engsten Kreis bis wo du mich hinsendest. Und manchmal ist es das Ende der Welt. Ja. Und Gott möchte dich erfüllen. Wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Und wir kommen vor ins Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir an diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, Herr, an diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Und deine Schöpfung ist gut und vollkommen, Herr. Es gibt nichts daran auszusetzen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du heute, Herr, wirklich hier in diesem Raum bist, Herr. Danke, Herr, dass du heute an unseren Herzen arbeitest, an uns wirkst. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir dieses neue Jahr gemeinsam mit der Gemeinde, Herr, dich preisen, erheben dürfen, dich loben dürfen, Herr. Weil wir wissen, Herr, dass du bist der Anfänger und der Vollender aller Dinge. Und du hast auch das letzte Jahr uns durchgeführt, Herr. So wirst auch in diesem Jahr, Herr, deine Treue, sie wird nicht weniger werden. Halleluja. Danke dir dafür. Danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir dein Wort, Herr Jesus, wirklich lebendig annehmen dürfen, Herr. Dass dein Wort, das ist jetzt nicht nur mal gesagt als ein Tipp oder als eine Überlegung, nein, sondern es ist Ja und Amen, Herr. Halleluja. Danke dir dafür. Danke für deine Verheißung, dass du, Jesus, in uns bleiben willst. Und dass du, Herr Jesus, wirklich mit offenen Armen, Herr, stehst und wartest, Herr, jetzt, wenn wir uns von dir entfernen, dass wir zurückkommen, Herr, dass wir unsere Sünden vor dir bekennen, Herr, dass wir uns versöhnen, Herr, dass wir wirklich uns ausrichten nach dir. Danke dir, Herr Jesus. Danke, Herr, du bist das Leben, Herr. Du bist unser Leben, du bist das Leben unserer Gemeinde, Herr. Herr, wir wollen nicht in einen Gewohnheitsmodus hineinkommen, sondern wir wollen, Herr Jesus, Herr, wirklich dich erleben, Herr. Herr Jesus, und ich bete, Herr, dass diese Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, Herr, dass diese Liebe Raum gewinnt, Herr. Halleluja, in jeden Einzelnen persönlich, Herr. Dass du jeden Einzelnen, zu jedem Einzelnen, Herr, umarmst und sagst, Herr Jesus, wie sehr du ihn liebst. Bitte dich jetzt in diesem Moment, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der hier ist, in diesem Ort, auch an die Leute, die vielleicht im Livestream dabei sind, Herr, Herr Jesus, dass sie in diesem Moment wirklich ganz fest sich von dir umarmt fühlen, Herr. Du hast gesagt, Herr, du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Ich habe dich geliebt von jeher. Halleluja. Danke, Herr, dafür, dass du diese Liebe uns schenkst, Herr Jesus. Herr Jesus, und wir wollen heute bewusst die Entscheidung treffen und sagen, Herr, wir wollen diese Liebe hinaustragen. Wir wollen diese Liebe, Jesus, an dieser Welt, Jesus, bringen, Herr. Wir wollen sie den Menschen, die du uns auf den Weg stellst, Herr Jesus, wir wollen diese Liebe ihnen zeigen, Herr. Herr Jesus, Herr, so bitte ich, Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Jesus, das ist wirklich, dass diese Liebe lebt in unser Herzen, Halleluja. Dass diese Liebe, Jesus, unsere Gemeinde hier, Jesus, wirklich erfüllt, Halleluja. Und dass, wenn Menschen von außen hineinkommen, dass sie spüren, Herr, Jesus, dass es nicht ein, ja, wirklich eine Ansammlung von Menschen ist, nein, sondern dass es wirklich die Gemeinde Christi ist, die sich entschieden hat, fest vorgenommen hat, Herr, die ausgegossene Liebe nach außen zu bringen und zu zeigen, Herr. Oh, so bitte ich dich, Herr, wirke du mehr und mehr, wirke du. Herr, so beten wir auch an diesem ersten Sonntag in diesem Jahr. Wir beten um den Segen für diesen Jahr.
Wir beten, Herr, um deine Leitung für dieses Jahr, Herr. Wir beten, Herr Jesus, Herr, um ja, Offenbarungen und Weisheit von oben, Herr Jesus. Dass wir wissen, wie wir mit anderen und den Umständen umzugehen haben, Herr. So bete ich dich, Herr. Herr, und du hast mehrmals durch dein Wort bestätigt, Herr, dass wir Leute haben in unserer Gemeinde, die vielleicht total unscheinbar sind, aber du möchtest sie zu starken Diener Gottes machen. Herr, und so bete ich dich. Herr, ich bete darum, Herr, dass hier wirklich Männer und Frauen aufstehen, Herr. Herr Jesus, und anfangen, Gott zu dienen, ja, wirklich in so einer Wucht und in so einer Kraft des Heiligen Geistes, Herr Jesus, Herr, Herr, dass wirklich, Herr Jesus, eine geistliche Arbeit geschieht für diesen Ort, für diese Region, Herr Jesus. Du hast, Herr Jesus, was Wunderbares vorbereitet, Herr. So bete ich, Herr, dass du wirkst, Herr Jesus. Bete für jeden Einzelnen und Menschen, die in unserer Gemeinde sind, die vielleicht schwach geworden, Herr, die vielleicht auf die Lüge des Teufels gehört haben. Herr, dass du ganz fest sie wirklich an die Hand nimmst. Ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass du sie segnest, Herr. Herr, so bitten wir dich, dass du Wachstum schenkst, Wachstum im Glauben, Wachstum in der Erkenntnis des Wortes. Jesus, dass du Wachstum schenkst in unsere Gemeinde an Mitgliederzahl. Herr Jesus, dass Menschen, Jesus, die verloren sind, Herr, wirklich aus diesem Schatten ins Licht geführt werden. Darum beten wir dich in Jesu Namen. Amen.